Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturkritik.de. Okay. Oh Captain, my Captain. Zum 200. Geburtstag von Walt Whitman, dem Begründer der modernen amerikanischen Lyrik. Eine Rezension von Manfred Orlik. Er ist Amerika, sagte der amerikanische Dichter Ezra Pound über seinen Landsmann Walt Whitman. Thomas Mann nannte ihn sogar den Donnerer von Manhattan. Der bedeutende englische Kritiker John Simons wurde da noch etwas konkreter, aber nicht weniger euphorisch. Über Whitman reden ist wie über das Universum reden. Er gleicht dem Universum, nicht nur, weil er so weit und umfassend ist, sondern weil er ungreifbar, entweichend, auf den ersten Blick widerspruchsvoll und in gewissem Sinne formlos ist. Und tatsächlich, Walt Whitman lässt sich nicht mit einem Etikett versehen und seine Werke keiner bestimmten literarischen Strömung zuweisen. Walt, eigentlich Walter, Whitman wurde am 31. Mai 1819 in Huntington auf Long Island als zweites Kind eines Zimmermanns geboren. In seinem späteren Gedicht »There was a child went forth«, zu Deutsch »Es war ein Kind, das ausging, jeden Tag«, charakterisiert der Sohn seine Eltern. Zitat: »Die Mutter daheim, die die Speisen still auf den Abendtisch setzte, die Mutter mit milden Worten, mit sauberer Haube und sauberem Gewand, der frische Duft, der von ihr und ihren Kleidern wehte, wenn sie vorüberging. Der Vater, stark, selbstgenügsam, männlich, reizbar, übellaunig, ungerecht. Der Streit, das schnelle, laute Wort, Rede und Widerrede.« Zitat Ende. Als der Junge 5 Jahre alt war, zog die Familie nach Brooklyn, wo er 6 Jahre lang die Schule besuchte. Stunden, ja tagelange Streifzüge entlang der Küste mit ihren Einbuchtungen und Landzungen, mit ihren endlosen, menschenleeren Stränden und Grasflächen hinterließen bei dem jungen Walt unauslöschliche Eindrücke, die in seinen späteren Werken immer wieder auftauchen. Zitat: »Es war ein Kind, das ausging, jeden Tag. Und was es zuerst erblickte, das wurde es. Und das wurde ein Teil von ihm, für den Tag oder für einen Teil des Tags. Oder für viele Jahre oder weite Kreise von Jahren.« Zitat Ende. Mit 12 Jahren begann Whitman eine Schriftsetzerlehre. Durch sie bekam er wahrscheinlich schon das Gefühl für Worte, Sätze, Textpassagen und Interpunktion. Der Druckereibesitzer war gleichzeitig Herausgeber des Long Island Patriot und erlaubte seinem Lehrling, kleine, gemütvolle Texte beizutragen. Nach abgeschlossener Lehre arbeitete Whitman zunächst in verschiedenen Druckereien in Manhattan. Nachdem 2 New Yorker Brände auch das Druckerviertel ausgelöscht hatten, kehrte er 1836 nach Long Island zurück, wo er, trotz geringer Schulbildung, als Dorfschullehrer von Ort zu Ort zog. Neben den Schulverpflichtungen entstanden erste Gedichte und Erzählungen. Außerdem gründete er in seiner Heimatstadt Huntington die Wochenzeitschrift Long Islander. Doch der Versuch, die Zeitschrift zu etablieren, scheiterte. In der Präsidentschaftswahl von 1840 unterstützte er den demokratischen Kandidaten Martin von Buren, unter anderem mit der politischen Zeitschrift Long Island Democrat. Ein Jahr später war Whitman wieder in New York, für kurze Zeit als Redakteur bei der Tageszeitung Aurora und anschließend für verschiedene andere Blätter tätig. Mit mäßigem Erfolg erschienen auch erste Geschichten. Doch Whitman merkte selbst,
dass Prosa nicht sein eigentliches literarisches Medium war. Im August 1845 kehrte Whitman schließlich wieder nach Brooklyn zurück, wo er zunächst Mitarbeiter beim Long Island Star war, ehe er Redakteur beim Konkurrenzblatt Brooklyn Daily Eagle wurde. Nach einer offenen Parteinahme gegen die Sklaverei verlor er jedoch seine Stellung und er verließ mit seinem 14-jährigen Bruder Jeff New York in Richtung New Orleans. Eine zweiwöchige und beschwerliche Reise per Eisenbahn, Postkutsche und Dampfschiff. Beide, Walt als Redakteur und Jeff als Laufbursche, fanden eine Anstellung bei der gerade gegründeten Zeitung Crescent. In der ersten Nummer erschien sein Gedicht Sailing the Mississippi at Midnight, in dem er seine Reiseeindrücke reflektierte und es deutlich seine Naturverbundenheit zeigte. Doch nach 3 Monaten wurde ihm gekündigt und die Brüder kehrten über den Mississippi, die großen Seen und den Hudson nach Hause zurück. Die lange, wahrscheinlich waren es ca. 5000 Meilen Rückreise, auf denen Whitman unbekannte Landstriche kennenlernte, entschädigte jedoch für die berufliche Enttäuschung. In Brooklyn versuchte sich Whitman nochmals, ein letztes Mal, als politischer Redakteur mit der Gründung der Zeitschrift Brooklyn Weekly Freeman, die er sogar zur Tageszeitung entwickelte. Nach wenigen Wochen war jedoch wieder Schluss. Wieder einmal stellungslos bestritt er seinen Lebensunterhalt in den folgenden Jahren als Inhaber eines Buchgeschäfts mit dazugehöriger Druckerei, als Teppichhändler oder Grundstücksmakler. Genaue Details über diesen Lebensabschnitt sind allerdings spärlich und teilweise widersprüchlich. Das Jahr 1855 sollte das wichtigste in der Schriftstellerlaufbahn Whitmans werden. Im Juli erschien im Eigenverlag unter dem Titel Leaves of Grass, deutsch Grashalme, ein dünnes Quartbändchen von nur 95 Seiten, wobei ein programmatisches Vorwort die ersten 10 Seiten einnahm, das gewissermaßen eine kulturelle Unabhängigkeitserklärung darstellte. Zitat: Die Vereinigten Staaten selbst sind im Wesentlichen das größte Gedicht. Von allen Nationen brauchen die Vereinigten Staaten mit ihren Venen voll lyrischen Materials Dichter am dringendsten. Zitat Ende. In heutigen deutschen Ausgaben der Grashalme fehlt dieses Vorwort leider meistens. In grasgrünes Leinen gebunden trug das Cover des Bändchens nicht einmal Whitmans Namen, sondern er war nur im Copyright vermerkt. Die Goldbuchstaben des Titels verzweigen sich in Wurzeln, Blätter und Ranken und das Frontispiz zeigt den Autor, ebenfalls ohne seinen Namen, mit fast christusähnlichen Zügen. In Arbeitskluft, hemdsärmlich und mit breitkrempigem Hut, eine Hand lässig in der Hosentasche. Ein mit sich zufriedener Naturmensch, der bewusst die Etikette der damaligen Zeit ignorierte. Lange Zeit hielten sich auch die Gerüchte, Whitman hätte sein Gedichtband mit 13 Gedichten eigenständig gesetzt, und es hätte sich nicht ein Exemplar davon verkauft. Whitmans Gedichte unterschieden sich fundamental von den bisherigen Lyrikschöpfungen. Er löste sich von Verstraditionen und verwendete freie Rhythmen, die aber einem musikalischen Rhythmus folgten. Eine hymnische und zugleich bahnbrechende Lyrik. Weitere Kennzeichen sind die starke Expressivität und Bildlichkeit der Sprache. Bereits in seinem Auftaktgedicht Song of Myself, in Deutsch, Gesang von mir selbst, feierte Whitman das lyrische Ich mit einer enthusiastischen Selbstdarstellung. Zitat: Ich feiere mich selbst und singe mich selbst, und was ich mir anmaße, sollst du dir anmaßen, denn jedes Atom, das mir gehört, gehört auch dir. Ich schlendere und lade meine Seele zu Gaste, ich lehne und schlendere nach meinem Behagen, einen Halm des Sommergrases betrachtend. Zitat Ende.
Im Gedicht Oneself Sing, zu Deutsch, ich singe das selbst, das in die vierte Auflage der Leaves of Grass aufgenommen wurde und mit dem spätere Ausgaben zumeist beginnen, ließ Whitman die Wechselwirkung und Versöhnung zwischen Individuum und Gemeinschaft anklingen. Trotz aller individueller Verschiedenheiten sind alle Menschen Mitglieder, Grashalme, einer großen Familie. Zitat: Ich singe das selbst den Einzelmenschen, doch spreche das Wort demokratisch aus, das Wort en masse. Ich singe Psychologie vom Scheitel bis zur Sohle, nicht Physiognomie, noch Hirn allein ist würdig für die Muse. Ich sage, viel würdiger noch ist die Gestalt. Ich singe das Weibliche gleichen Ranges mit dem Männlichen. Das Leben, unermesslich in Leidenschaft, Puls und Kraft, freudig, zu freiester Tat geformt nach göttlichem Gesetz. Ich singe den modernen Menschen. Zitat Ende. Das schmale Gedichtbändchen blieb jedoch in den Buchläden von New York und Brooklyn wie heißes Eisen liegen. Bei Zeitungsredaktionen und Rezensenten, denen Whitman Besprechungsexemplare geschickt hatte, stieß Leaves of Grass ebenfalls nur auf Kritik oder auf überhaupt keine Resonanz. Mit einer Ausnahme. Der Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson, der schon lange, unter anderem 1837 in seinem berühmten Vortrag »The American Scholar«, eine eigenständige amerikanische Kultur forderte, spürte das große Talent Whitmans und drückte seine Wertschätzung, Zitat, »Ich bin nicht blind gegen den Wert der wunderbaren Gabe ihrer Leaves of Grass«, Zitat Ende, in einem Brief aus. Vielleicht war es Emersons Ermutigung zu verdanken, dass Whitman eine zweite Auflage in Angriff nahm, die ein Jahr später wiederum im Selbstverlag erschien. Die dritte Auflage, 1860, fand mit Thayer and Eldridge, Boston, erstmals einen Verleger. Nach einer Unterbrechung durch den amerikanischen Bürgerkrieg erschien in rascher Folge weitere Auflage, in die Whitman neue Gedichte oder Gedichtzyklen aufnahm, die er meist zuvor in Sonderdrucken im Selbstverlag herausbrachte. Neben diesen Erweiterungen suchte er stets nach der richtigen Anordnung der Gedichte. Als dichterisches Lebenswerk hinterließ er die neunte Auflage, 1891, wenige Monate vor seinem Tod. Die zehnte Auflage, 1897, wurde schließlich mit der posthumen kleinen Sammlung Old Age Echoes, zu Deutsch Nachhall aus dem Alter, ergänzt. In 36 Jahren war aus dem anfänglichen Lyrikbändchen eine monumentale Gedichtsammlung aus fast 400 Gedichten geworden. Mit seiner kraftvollen und lebensbejahenden Lyrik, einer Mischung aus Fortschrittsglaube und Naturhuldigung, wurde Whitman damit zum Neuerer der amerikanischen Poesie. Wortgewaltig und mit einer bildhaften Sprache feierte er den Menschen und die Schönheit des menschlichen Körpers. Doch diese erotische Offenheit brachte ihm im puritanischen Amerika viel Kritik ein. So drohte ihm 1882 sogar der Gebietsstaatsanwalt und forderte die Streichung von einigen Gedichtzeilen. Im deutschsprachigen Raum begann die Whitman-Rezeption mit ersten Übersetzungen von Ferdinand Freiligrath, der in seinem Londoner Exil auf Leaves of Grass gestoßen war. Die übersetzten Gedichtproben in der Wochenausgabe der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 24. April 1868 wurden mit einer Bemerkung für die deutschen Leser eingeleitet. Zitat: Walt Whitman. Wer ist Walt Whitman? Der einzige spezifisch amerikanische Dichter. Kein Wandler in den ausgetretenen Spuren der europäischen Muse, nein, frisch von der Prärie und den Ansiedlungen,
frisch von der Küste und den großen Flüssen. Zitat Ende. Nach Whitmans Tod folgten weitere Übersetzungen, zum Beispiel von Franz Blei in Hymnen für die Erde oder von Johannes Schlaf in Reclams Universalbibliothek, die beide für eine große Verbreitung unter der deutschen Leserschaft gesorgt hatten. Unter dem Eindruck des sinnlosen, menschenverachtenden Ersten Weltkriegs legte der Schriftsteller und Übersetzer Hans Reisiger eine Übersetzung von Leaves of Grass vor. 1919 war das. Die oft als die klassische deutsche Whitman-Übersetzung betrachtet und bis heute immer wieder verlegt wird. Die unter anderem von Thomas Mann gelobte Übertragung wurde später auch von der Inselbücherei und Reclams Universalbibliothek übernommen. Auf diese Nachdichtung griff nun auch der Diogenes Verlag in seiner diesjährigen Jubiläumsausgabe zurück. In den editorischen Notizen wird außerdem kurz skizziert, wie aus dem schmalen Bändchen der Erstausgabe die starke Ausgabe letzter Hand wurde. Der Schriftsteller und Übersetzer Jürgen Brockan wagte 2009 eine neue Übertragung, Grasblätter im Hansa Verlag, die in zahlreichen Rezensionen Anerkennung fand. Während frühere Übersetzungen eine einheitliche Sprache Whitmans suggerierten, versuchte Brockan die unterschiedlichen Sprachstile in der langen Entwicklung der Leaves of Grass herauszuarbeiten. Obwohl dicht am Originaltext geblieben, erlaubte er sich auch einige poetische Freiheiten. Leider fehlte in der umfangreichen Ausgabe, es sind immerhin 880 Seiten, das poetologische Vorwort zur Erstausgabe. Im Februar 2017, nach 164 Jahren, wurde nun Whitmans verschollener Fortsetzungsroman Life and Adventures of Jack Engel, zu Deutsch Leben und Abenteuer von Jack Engel, wiederentdeckt, der 1852 anonym in der New Yorker Zeitschrift Sunday Dispatch erschien. Die abenteuerliche Geschichte des elternlosen Straßenjungen und angehenden Anwalts Jack Engel trägt dabei autobiografische Züge. Der Roman erinnert etwas an Oliver Twist von Charles Dickens. Neben der skizzenhaften Handlung und Figurenzeichnung sind besonders die Milieubeschreibungen zu erwähnen. Whitman gelingt es, dem Leser ein Bild von dem quirligen und geschäftstüchtigen New York in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu vermitteln. Bereits 2017 erschienen zwei deutsche Übersetzungen von Renate Orth-Gutmann und Irma Wehrli im Manesse Verlag und Stefan Schöberlein, Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Im Jubiläumsjahr 2019 legte der Deutsche Taschenbuchverlag nun eine Übersetzung von Jürgen Brockan vor, die auch weitere journalistische Artikel von Whitman beinhaltet. Doch zurück zu Walt Whitman, der erst 1882 auf Drängen seines Verlegers seine autobiografischen Betrachtungen, Tagebucheintragungen und Erinnerungen zusammenstellte, die unter dem Titel Complete Prose Works zu Deutsch Tagebücher im Reclam Verlag Leipzig erschienen. Während des Bürgerkriegs im Dezember 1862 begab er sich an die Front in Virginia, um seinen verwundeten Bruder George zu pflegen. Anschließend arbeitete er weiter als Wundpfleger in einem Militärkrankenhaus. Diese anstrengende Tätigkeit führte ihm die Grausamkeiten des Krieges vor Augen. Diese Erlebnisse reflektierte Whitman in dem Gedichtzyklus Drum Taps, Trommelschläge auf Deutsch. Selbst schwer erkrankt kehrte er schließlich nach Brooklyn zurück. Nach der Ermordung von Abraham Lincoln am 18. April 1865 verfasste Whitman O Captain, My Captain, eines der populärsten Gedichte der US-Literaturgeschichte. Zitat: Das Schiff liegt heil vor Anker nun, die Reise ist nun aus,
Von schwerer Fahrt das Siegerschiff kam im Triumph nach Haus. Jauchzt ihr Gestade, Glocken dröhnt. Ich aber knie in Not, wo auf dem Deck mein Käpt'n liegt, gefallen, kalt und tot. Zitat Ende. Von 1865 an war Whitman Beamter in verschiedenen Regierungsbehörden in Washington, die er allerdings 1874 krankheitsbedingt, es waren andauernde Schwindelanfälle, verlor. Nachdem sich seine Krankheit gebessert hatte, konnte Whitman einige Reisen unternehmen. Unter anderem besuchte er seinen Bruder Jeff in St. Louis. Zum 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit erschien eine Jubiläumsausgabe von Leaves of Grass. Nach vielen Jahren hatte der Dichter endlich Anerkennung gefunden. So war bereits 1867 die erste Whitman-Biografie Notes on Walt Whitman as Poet and Person von John Burroughs erschienen. Der 1883 eine von ihm autorisierte Biografie durch seinen Freund und Schriftstellerkollegen Richard Maurice Buck folgte. Ein Jahr später kaufte sich Whitman in Camden, New Jersey, ein Haus. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend, trotzdem arbeitete er weiter unermüdlich an seinen Leaves of Grass. Mit letzter Kraftanstrengung konnte er im Winter 1891-92 noch deren 9. Ausgabe, die sogenannte Dead Bed Edition, zu Deutsch Sterbebettausgabe, betreuen. Nach monatelangem Leiden starb Whitman am 26. März 1892 in Camden und wurde auf dem Harley Cemetery beerdigt. Walt Whitman war im 19. Jahrhundert der wortgewaltige Künder der Freiheit und Demokratie, der großen Städte und der Schönheit der freien Natur und gleichzeitig ein Verfechter des Individuums. Mit neuen Ausdrucksmöglichkeiten verhalf er der amerikanischen Lyrik zu internationaler Geltung. Dichter wie Ezra Pound, William Carlos Williams und die Beat Generation sahen später in ihm ihr Vorbild. Darüber hinaus wurde er zur Inspirationsquelle der Moderne. Der Expressionismus oder Dichter wie Arthur Rimbaud, Fernando Pessoa, Ivan Goll, Wladimir Majakowski, Pablo Neruda, César Pavese und viele andere wären ohne ihn nicht denkbar. Der gewaltige und einsame Monolith war sich dieser Berufung durchaus bewusst. Zitat: Ich, voller Leben jetzt, greifbar, sichtbar, 40 Jahre alt, im 83. Jahr der Staaten, sende einem, der ein Jahrhundert oder viele Jahrhunderte später lebt, dir, dem noch Ungeborenen, diese Gedichte und suche dich. Wenn du sie liest, bin ich, der sichtbar war, unsichtbar geworden. Und nun bist du es, der greifbar, sichtbar meine Gedichte zum Leben erweckt und mich sucht. Der sich vorstellt, wie glücklich er wäre, wenn ich bei ihm sein könnte und sein Kamerad würde. Sei's, als wäre ich bei dir. Sei nicht zu sicher, dass ich nicht jetzt bei dir bin. Sie hörten literaturkritik.de. O Captain, my Captain. Zum 200. Geburtstag von Walt Whitman, dem Begründer der modernen amerikanischen Lyrik. Eine Rezension von Manfred Orlik. Das Buch Grashalme von Walt Whitman, übersetzt aus dem Englischen von Hans Reisiger, er ist im Diogenes Verlag, aus dem Jahr 2019, hat 432 Seiten und kostet 14 Euro. Das Buch Walt Whitman, Leben und Abenteuer von Jack Engel, Autobiografie, in welcher dem Leser einige bekannte Gestalten begegnen werden,
ist herausgegeben und aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Jürgen Walkern. Im Deutschen Taschenbuchverlag 2019 erschienen. Es hat 221 Seiten und kostet 22 Euro. Sprecher war Uwe Kulnig.